Lieben, wir grüßen euch ganz herzlich zu einem zweiten Video mit der Katharina. Mit der Kathi. Ja, in dem Vorabvideo habe ich ja auch schon gesagt, dass sie so tolle Sachen mitgebracht hat und wir dann gleich im Anschluss noch ein Video gedreht haben. Also drehen gerade im Moment. Und ja, sie zeigt uns jetzt dann, bin jetzt auch schon ganz gespannt, was es ist. Einen Kranz und die Anleitung für Kathi. Also, viel Spaß euch. Tina? Ich frage nur zwischendurch mal. Ja, richtig, falls was irgendwie unklar ist. Genau. Hallo, ihr Lieben. Ja, ich mache jetzt einfach einen schönen Osterkranz für den Tisch mit Kerze. Wie immer eigentlich. Ich mache das auch so gern wie die Sandra, dass ich die Kerzen nehme. Ich habe mir ganz viele Eier gesammelt und der Familie Bescheid gesagt, dass sie mir alle Eierschalen bringen sollen. Und habe, also als allererstes habe ich mir den Mooskranz gewickelt. Das ist eigentlich auch wieder Überbleibsel von Weihnachten. Das ist nicht nur ein Strohrömer, sondern das sind zwei aufeinander. Deswegen ist er auch höher, logischerweise dann. Ganz einfach mit Moos umwickelt. Ja, und dann habe ich mir passende Größe einen Eierkranz aus Eierschalen gemacht. Und da habe ich jetzt daheim ein Förmchen, so ein Untersetzer, die Plastikuntersetzer, so wie sagt man da, ja, Blumentöpfe ja, drunter genau, stellen, wo man ja oft so viele daheim hat, habe ich wirklich in der Größe einen gehabt. Den habe ich da drauf gestellt und dann habe ich angefangen mit Heißkleber die Eierschalen aneinander zu kleben und dass es halt rund wird, eben dann dieser Untersetzer. Ich glaube, was eigentlich auch keine schlechte Idee wäre, wäre da dann irgendwie einen Draht zu nehmen, den da dann reinzulegen und dann da drauf zu kleben, dann hat man ein bisschen mehr Stabilität. Ich habe jetzt aber dann einfach, wo das trocken war, dagegen noch so ein bisschen Eierschalen geklebt und so hält es jetzt eigentlich ganz gut. Rumwerfen sollte man jetzt nicht, aber so funktioniert es. Dann habe ich mir ein kleines Kränzchen aus Stroh gewickelt. Das sind zwei von den grünen Drähten aneinander. Und die kann ich mir hier dann zuschneiden. Die kommen jetzt theoretisch einfach da drauf. Ja. Dann mache ich mir das einfach mit meinen Kerzen fest. Cool. Brauche ich nicht einmal die Heißklebepistole? Ja, sehr gut. Ich hoffe, die sind gerade. Ich glaube, das geht. Dann lege ich mir den drauf. So ein bisschen schräg mag ich den auch. Ich habe mir da dann auch noch mal so eine halbe angeklebt, dass mir das nicht reinrutscht. Das hält auch so eigentlich ganz gut. Dann habe ich noch mal ein kleines Kränzchen aus der Wolle gemacht. Ist auch wieder dieser grüne Draht. Umwickelt, einfach gerade lassen und dann umwickeln und immer mal wieder mit der Heißklebe und Tupfen festmachen und zum Schluss wird es dann immer ein bisschen dicker, weil man das ja dann irgendwie zusammenkleben muss. Aber das finde ich nicht schlimm. Ich habe jetzt auch in dem Fall einfach die Schnur ein bisschen länger gelassen. Und den lege ich mir dann einfach auch nochmal so drüber. Dann habe ich nochmal einen Hasi, einen weißen. Ich glaube, den will ich auch noch irgendwie damit hin. Den klebe ich jetzt aber da in die Lücke schön rein. Gut andrücken. Aber mit der Wolle hebt es sowieso immer ganz gut. Dann weiß ich aber noch nicht, ob ich das verwenden will. Das lasse ich erstmal noch weg. Das war das Segelband. Und dann habe ich noch so kleine Quascheln. Die finde ich auch so süß.
Die habe ich mir aus der Wolle gemacht. Ich habe schon ein paar Videos gezeigt, da habe ich mir die dann einfach durchgeschnitten mit der Schere. Das ist dann ganz logisch einfach so. Aber ich finde die auch schön, wenn das einfach so schlaufig bleibt. Das habe ich jetzt da auch einfach so gemacht. Und ich glaube, die setze ich mir da einfach. Irgendwo noch so ganz locker mit drauf. Dann habe ich noch so kleine Steckzwiebelchen, die gibt es ja jetzt überall. Und die mag ich mir, glaube ich, einfach noch so ein bisschen in die Eierschalen reinlegen. Die habe ich gerade nirgendwo gefunden. Hm? Echt? Mhm. Ich weiß nicht. Ich bin im falschen Laden. Und ich sage, die gibt es ja jetzt überall. Also ich habe sie noch nicht gefunden. Vielleicht geht es jetzt auch los. Ich habe jetzt echt gerade Glück gehabt, dass ich die jetzt halt eigentlich... Ich liebe die nämlich. Mhm, ich auch. Da kann man ja auch kleine Kränzchen oder so dann mitmachen oder was. Ja. Ich glaube... Das ist toll. Was? Ich mag das Band gar nicht mehr haben. Ich lasse das ohne. Ich setze mir das dann meistens wieder auf irgendein Holzding oder so, weil ja Holz immer so mein Ding ist. Und ja, genial. Lasse das einfach so stehen. Das gefällt mir ganz gut. Das ist toll. Ja. Vielleicht euch ja auch. Und passend dazu mache ich ja meistens dann immer irgendwie was ins Fenster oder an die Tür. Und da habe ich dann dieses, jenes gemacht. Ich habe so schöne Birkenzweige, Kutten, gekauft. Und habe dann einfach mit den Drähten, also einfach mit den ganz grünen, die rosten auch nicht, falls mal Wasser hinkommt oder so, falls ihr das jetzt an die Tür hängt, verschiedene Kränze gebunden. Einmal Heu, Moos und dann wieder mit der Wolle. Und dann einfach gebogen und hingehängt. Und dann ein bisschen Federn, ein bisschen Holzperlen. Da habe ich das Segelband jetzt genommen, das gefällt mir ganz gut. Und die kleinen Quasten auch dazu. Die finde ich so süß. Oh, und dann kann man das einfach irgendwie mit dazu hängen. Finde ich ganz süß und das kann man ja auch jahreszeitlich immer passend. Ich glaube auch irgendwie so kleine Buchskränzchen wären jetzt ganz schön für Ostern. Ich habe aber leider keinen Buchs. Aber ja, da fällt einem bestimmt noch was ein. Ja. Das war's. Und noch dein Eierkranz. Stimmt, mein Eierkranz. Danke. Mein Eierkranz, deswegen ist die Idee ja eigentlich entstanden. Weil ich gedacht habe, ich mache die Eier viel kleiner und mache so einen ganz kleinen Eierkranz. Das ist einfach auch wieder so ein grüner Draht als Ei, also mit Moos erstmal umwickelt und dann ein Ei geformt und dann mit ganz vielen kleinen Eierschalen beklebt und dann einmal großer Kranz aus Moos und dann mit diesen Bändern und so. Einfach schön. Ja, finde ich auch ganz witzig. Und wie gesagt, das war dann die Idee, dass ich die Eierschalen nicht so klein gemacht habe, sondern dann ein wenig größer habe lassen. Toll, ja. Und dann ein bisschen Ostern. Ein Ei aus Eier. Ja, das ist ganz, ganz mega. Mega finde ich das. Mega Idee. Ich kann mir hier jetzt ganz, ganz viel abgucken. Und die Kathi wird wahrscheinlich auch irgendwann wohl ihren eigenen YouTube-Kanal erstellen. Hoffe ich, wäre ganz toll. So was braucht die Welt einfach, ja. Kreative Ideen. Unfassbar schön. Ich bin total happy. Ich auch. Das ist total irre für mich. Ich musste nichts machen und kriege hier solch schöne Objekte geboten. Fantastisch. Und die werde ich auch noch kurz, solange sie jetzt noch da ist, bei mir eindekorieren. Und dann wird es auch noch ein drittes Video geben, wie es dann bei mir eindekoriert aussieht, weil es stehen noch ein paar andere Teile da. Das können wir gar nicht alles zeigen. Das wird es dann noch in der dritten Special Edition geben. Ja,
Wenn ihr die Kathi so toll findet wie ich, dann gibt es unter der Beschreibung den Link zu ihrem Instagram-Account. Da wird sie ab und zu was posten und alles, was sie postet, kommt auch in meine Story. Ich finde es einfach toll und vor allen Dingen, wir haben mal zusammen gearbeitet und das hängt einfach zusammen. Da sind wir einfach. Das war jetzt auch echt schön. Ja. Also ich könnte jetzt noch weitermachen. Ja. Ja. Machen wir es doch einfach zusammen. Ne? Ja, genau. Bleib's einfach hier. Ja. Die Kinder nimmt dein Mann. Klar. Ja, das ist kein Problem. Hört auf zu arbeiten, weil wir verdienen ja dann genug. Genau. Oder? Ja, ja. Schön wär's. Ihr Lieben, wir sind am Ende. Und wir sagen Tschüss. Und Ciao. Und vielleicht bis bald. Ja, hoffentlich. Ja. Tschüss. Ciao.